Leute, herzlich willkommen zurück zur Feuerrot Edition GG Randomizer. Ich stehe hier wieder bei dem Biker und Koro, du stehst da oben, ne? Bei ich stehe oben. Major Bobs Tochter. Genau, Pokémon zu tauschen ist wirklich cool, sagt die eine. Hey, her mit den Moneten. Wenn du verlierst, gibst du mir dein Geld. Wollt gerade wieder speeden, ey. Das ist dreist, Leute. Pipi. Oh, der hat nur drei und der kommt wieder mit Smoggern. Der Arne, Leute. Arne hat an. So, jetzt probieren wir es mal. What the fuck ist Cosmic Kraft? Ja, siehst du, er hat Schwebe und Goro hat uns voll ins Messer laufen lassen wieder. Oh, hatte der doch Schwebe? Oh! Goro will immer nur, dass wir verlieren. Was ist Cosmic Kraft? Sieht total strange aus. Stein, oder? Verteidigung von Pipi Stein. Ach so, okay. Ach ne, Antique Kraft heißt das andere. Cosmic Kraft wieder. Das hat nichts gemacht. Das hat einfach nur Härtner gemacht, quasi. Aber hört sich cooler an. Pipi, die kommen doch vom Mond. Die haben doch ein Raumschiff gebaut im Mondberg. Ist so. Ja, ist so. Oh, krass. Check mal die Pokémon-Lore, ey. Bist du ja schon sehr süß, ey. Ne? Manchmal möchte ich dich ja knuddeln, bis du nicht mehr kannst. Ist eine Stadt hier rechts. Links. Ja, links, da wo die Safari-Zone auch kommt. Da gehe ich jetzt erstmal rein. Willkommen auf Route 15. Und dann ist da Fuchsania City. Hoffentlich kommt Gary und haut dich. Nicht in der Stadt, das macht Gary nicht. Ey, was war denn in da wo Misty ist? Oh, das Lapras. Mock. Stimmt, da kann man Lapras kriegen, ne? Hier ist die Arena von Koga. Goro freut sich schon richtig auf Koga. Koga und ich, wir sind ja beste Buddies, ne? BFFs. BFF. Wir haben eine Brieffreundschaft. Weil ich wohne ja eigentlich in Sinnoh und nicht in Kanto. Du wohnst in Sinnoh? Mhm. Warum? Fällt dir da besser? Oder? Sinnoh gefällt. Nee, eigentlich ist meine Lieblingsregion ja Höhlen. Aus welcher ist das nochmal? Drille, also Rubino, Saphir. Alpha, Saphir und so. Okay. Höhen. Das ist meine Lieblingsregion, die Höhen. Arne wurde besiegt. Das darf nicht wahr sein! Möchtest du mit meinem Pokémon spielen? Nee, eigentlich nicht, aber du hast mich angesprochen. Knofensa. Also die alte da oben müssen wir auch nochmal fertig machen. Oben ist eine Attacke, Regentanz. Ist nicht wichtig, aber... Regentanz? Echt? Ich sag das mal. Ist vielleicht was für deinen Seemobs. Oder für deinen Tohido. So ein Torido mit Regen. Ey, die Pfadfinderin will nicht kämpfen, oder wie? Du siehst Lampfrom aus, dann habe ich eine Chance. Das ist jetzt die, die gegen dich vorhin so geruled hat. Pikachu auf einen runter. Das ist die mit Pikachu und Raichu. Ach, der kann Slam auch noch, okay. Oh, Slam macht sogar gut Schaden. Geil, das macht sogar öfter Schaden, okay. Ja, ist ja lächerlich, wie viel Schaden das jetzt auch gemacht hat. Ein Tangela. Oh, Doppelteam, nicht ernsthaft. Tangela, okay. Ah, du hast ja deinen Käfer. Ja, ich hatte gerade Tauboga vorne. Das ist natürlich die Frage, oh, ist er ein Vogelfänger? Ich hoffe nicht. Ja, ist ein Vogelfänger. Mist. Ich bin jetzt auch unten gegangen. Also ich habe nicht die Rocker gemacht, sondern nur die dahinter jetzt. Wie du Schiss vor den Rockern hast, ey. Das sind Gift-Pokémon, da habe ich nicht so viele Schnitte gegen. Bin schon extra hier mit Goro hier lang gegangen, weil er nicht die andere Route lang gehen wollte. Die dreckigen Rocker halt. Das sind die Rockers. Haben wir nicht so viele Vorteile doch. Nein, Statik, oh nein. Das sind doch diese No-Angels. Die No-Angels. Die No-Angels. Die haben doch letztens wieder Stress gemacht. Die hatten doch hier wieder diese Nummer 1-Hit in der Stadt. Das sind die Türsteher. Oh nein, ist eine Leine. Hatte ich das eigentlich mal erzählt, dass die Türsteher in Flensburg, also da wo ich ja herkomme, wirklich von den Hells Angels sind? Ist aber in vielen Städten so. Ja, die kontrollieren meistens da ja. Meistens wird es dann aber sicherer als sonst. Ja, also die kontrollieren da ja alles unten am Hafen und da sind ja die ganzen Diskotheken und so.
Und dann stehen die da immer so zu fünft oder sechs mit ihren Lederhandschuhen. Die sind aber ganz nett, wenn du die nicht anpöbelst. Würdest du da gern zugehören? Das ist eine sehr gute Frage, Grenz. Hat er noch nie so drüber nachgedacht? Noch nie so drüber nachgedacht. Ich stelle mich jetzt hier so neben die Leute. Eigentlich nein sagen. Oder Agilität, ist das eine Attacke, die Pikachu braucht oder nicht? Nee. Kannst du nur schneller angreifen, glaube ich. Meine Schwester bekommt Angst, wenn wir verlieren. Okay. Das sind die mit so Kicken und Sportler. Da. Ach so, die beiden haben das. Okay. Kickli und Nocturne, nice. Ich mag Nocturne gerne eigentlich. Ich mag Kickli ja lieber, ne? Und so ergänzen Grenz und ich uns. Wir sind quasi wie ein Ehepaar. Nur ohne Ehe. Und ohne Paar. Oh, der darf Tempo-Heap machen, das ist jetzt irgendwie uncool. Okay, ich glaube, ich hätte auf einen gehen sollen. Das war jetzt irgendwie, habe ich da mir mehr erhofft. Nokshan kann halt Feuerschlag und Kickli kann dieses Turmkick oder wie das hieß. Das war krass. Dieser Turmkick hat mein Pikachu fast umgelegt. Dodri? Das ist ein geiles Pokémon. Was machten wir nochmal bei der Safari-Zone? Hatten wir da eigentlich was abgemacht, oder? Nee, noch nicht. Müssen wir uns mal überlegen. Oh, der Kick ging aber daneben. Ist er zusammengebrochen und hat voll viel Schaden gekriegt. Okay, alles klar. In den Kommentaren wurde übrigens gefragt, wir hatten ja in der Stadt das Evoli quasi gekriegt und haben trotzdem da geangelt, ob das in Ordnung war. Ja, ja, klar. Wir haben ja gesagt, man darf diese Dingens-Pokémon immer nehmen. Ja, und außerdem sind das unsere Regeln, also fickt euch alle. Jetzt entscheiden immer noch wir, was wir hier dürfen und was wir nicht dürfen. Tempo. Aber generell ist es ja schon gut, wenn die Leute darauf aufpassen. Oh nein! Was hast du gemacht? Dein Controller? Ich hab was verkackt. Mein Handy ist gerade einfach umgefallen und hat einen alten State geladen. What? Oh nein! Wie ist das passiert? Warte mal. Wo hatte ich gespeichert? Oh ne. Hier. Oh, bei den Rockern. Dann mach ich die jetzt nochmal schnell, oder was? Ich habe ja keinen Vorteil dadurch. Nee, das ist es ja. Ja, musst du halt, oder was? Oder soll ich die nachher offscreen machen, die ich gemacht habe? Mach die doch offscreen, die du gemacht hast, und geh oben rum. Das ist ja doof jetzt. Dann mache ich jetzt, kämpfe ich jetzt gegen die beiden, aber gerade wo ich jetzt rausgeflogen bin. Und mach auch wieder die gleichen nach vorne. Mein Handy ist umgefallen und hat einen alten Stick geladen. Was hast du denn für ein Handy? Ne, ich hab hier in dieser Tastatur kann ich so mein Handy reinstecken. Und irgendwie war das Controller-Kabel hinter dem Handy und ich hab mich gerade bewegt, hab den Controller dann halt mitgenommen, das Kabel hat das Handy umgerissen, das ist auf F10 gefallen und hat den State auf der 10. Position geladen. Oh, nee. Es gibt Geschichten, Gorodo. Ey, wenn ich nicht dabei gewesen wäre, ne? Schade, dass man das nicht gesehen hat, ey. Pictures didn't happen. So, also ich kämpfe jetzt wieder gegen die und hab die gleichen Pokémon auch nach vorne gemacht. Nur auf einem anderen Level. Stimmt, auf niedrigeren. Ist natürlich jetzt dumm. Und wenn Grenz jetzt den ersten Punkt verliert, dann zieh ich den Stecker. Das wäre so witzig. Ja, aber dann bin ich ja selber schuld dran. Ja, aber es wäre halt so. Vor allem eben ist Kickli ja voll auf die Fresse gefallen. Das passiert jetzt bestimmt nicht. Zweimal passiert sowas nicht. Ah, dafür ist er jetzt zurückgeschreckt. Okay. Eishieb gegen Feuer. Okay, diesmal wollen die irgendwie nicht gewinnen, scheinbar. Der hat gerade einen Eishieb gegen mein Feuer-Pokémon gemacht. Schönheit Tia. Ding, ding, da, 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 da. Okay, diesmal habe ich Kickli irgendwie schneller down gekriegt. Leute, sowas ist mir auch noch nie passiert, ey. Grenz, du Opfer. Grenz, du Opfer, ey. Okay, aber irgendwie, die geben sich viel weniger Mühe als gerade. Anderer Save, ich wusste es. Grenz hat. So cheatet er nämlich, Leute. So macht er Grenz das erste Mal. Das ist nicht das erste Mal. Diesmal war es nur zu auffällig, weil ich auf einmal vor dem Pokémon Center stand. Ja. Ich habe mich teleportiert mit Kilia. Aber ich bin gar nicht im Team. Du hast nichts gesehen. Konzentriere dich, Sergio. Achte auf deine
Deckung oder so, keine Ahnung. Vor allem, sie sagt ja, dass das ihr Bruder ist und der ist genauso alt wie sie halt. Zwillinge? Gefühl. Zwillinge. So, der geht dahin. Jetzt muss ich die beiden Kackvögel gleich offscreen machen. Ne? Die beiden Kackvögel. Ich trinke nochmal einen Schluck. Einfach so eine Aufnahme. Ja, siehst du, jetzt kann man nichts hören, ey. Was kann man? Wer ist jetzt wieder gestorben bei dir? Nix, aber Tavoga macht Wirbelwind und Izzo wird ausgewählt, also. Oh nein, Pipi mit seinem Scheiß-Mikro. Oh, mach wieder Wirbelwind. Wer wird denn jetzt ausgewählt? Oh, nicht. Haben wir gleich alle durch? Hab ich schon mal erwähnt, irgendwann das Metronom scheiße ist. Jetzt mach er zum Glück auch zu gut. Los, Makuhita, ich wähle dich. Oh, nicht den Kopfkatschu, Donnerblitz-Attacke. Gibt ja eh keine EP für das Pokémon, weil er hat ja irgendwie alle meine Pokémon durchgetauscht. Das ist eh immer das Beste. Pipi schreckt zurück. Angst, Pipi. Lol, wie sieht Cosmic Kraft denn aus? LSD, genau. Dann hat er Knuddelduff. Bin mal gespannt. Hast du dich eigentlich geheilt in der Stadt? Ja. Jenny ist down. Ich sagte tauschen! Ja, die hat mich doch angekämpft. Die hat dich doch angetanzt. Ich wollte hier nichts machen, aber Regentanz. Okay. Ja, Rainbow. Ist halt im Prinzip Lucius. useless da hochgegangen zu sein. Naja, EP. Knuddelhof ist paralysiert. Dann hauen wir nochmal eine Schockwelle rein. Grüße von Major Bob. Aber diese Stadt habe ich immer gehasst, weil du zum Pokémon Center immer so dumm außen rumrennen musst. Aber das ist ein Lapras oben. Ja. Gerade nach dem Exchange finde ich Lapras süß. Da habe ich dir schon ein schönes Pokémon gefangen. Ja, das ja. Ist schon ein ziemlich geiles Pokémon, was du mir da gefangen hast. So, hier kriegen wir ja auch Surfer, wenn wir die Goldzähne zurückbringen zu dem alten Sack. Ja, ich kann mich daran erinnern, früher war die nämlich in der Safari-Zone. Surfer. In der ganz ersten Version. Ist es doch hier quasi auch, oder nicht? Aber du musst diese Goldzähne doch dafür finden, oder? Ja, du musst zwar die Goldzähne finden, aber früher gab es halt so ein Haus und da lag Surfer drin. Echt? Okay. Mhm, in der Safari-Zone. Und wenn du dann zu lange gebraucht hast, war halt die Zeit zu Ende. Ja, weil du auch auf Schritte begrenzt warst. Genau. Das war halt damals, liebe Kinder. Also, was hat die jetzt hier für eins? Damals, 1996. Nein, wieso hat die denn Pflanzen-Pokémon? Ich hab mein mögliches Scheiße. Was wollen wir jetzt? In die Arena wollen wir noch nicht, ne? Na, Boden vorne. Ey, der hat Level 43. Wenn du das schaffst, geh rein. Gönn dir, Goro, gönn dir. Hier unten ist Route 19 mit Tauchern und so. Was können wir? Da unten sind Taucher. Achso. Oder Schwimmer oder was? Nein, warum denn Stachelspore? Und eine neue Route. Hier könnten wir angeln. Aber Angeln ist nicht so cool wie Surfen, ne? Ja, glaube ich auch, oder? Ist das nicht? Ich glaube, ich surf lieber. Wo kriegen wir denn... Obwohl, außer wir kriegen die Profi-Angel vorher. Aber die Chance ist halt immer noch, dass man so einen scheiß Carpado angelt, also... Ach nee, halt, wir haben ja randomized. Obwohl, theoretisch kann es natürlich trotzdem sein. Genau, theoretisch kann es auch ein Dragoran sein, was da dran hängt. Nein, das ist... Das ist unrealistisch. Entschuldigung. Spike erhält gute Erfahrungspunkte. So, Tangela, komm her hier. Angela. Die Angela ist hier mit am Start, Leute. Die Angie. Brennen. Schwimmer Timo wurde besiegt. Nice. Und wer ist das hier? Ach, du machst die Schwimmer da unten jetzt. Warte, sonst bekommst du einen Herzinfarkt. Alter, ich bin nur am Strand gegangen. Hast dich nicht aufgewärmt wieder vom Schwimmen? Ja, kriegst einen Herzinfarkt dann, ey, wenn du ins Wasser springst. Ja, direkt. Ist ein natürlicher Abwehrmechanismus des Körpers. Ja. Weil der Körper, der kann das nämlich ab, so ein Herzinfarkt. Ah, hier ist echt die Arena. Nee, ich trau mich noch nicht in die Arena. 43 ist way too high. Will nicht sterben. Wir müssen auch die Team Rocket Stadt machen, fällt mir gerade mal auf.
noch ein bisschen was zu tun, ey. Ist Kuga für Surfer und Sabrina für Fliegen oder wie war die Reihenfolge? Bin mir nicht sicher. War Major Bob nicht für Fliegen? Nee, der. Oder? Nee, fliegen können wir noch nicht, glaube ich. Jetzt verunsicherst du mich wieder. Wer war denn. Rocco ist. Also Misty macht Zerschneider. Rocco macht, glaube ich, gar nichts. Und Major Bob Blitz? Nee. Rocco macht Blitz. Ja? Rocco ich macht Blitz, Misty Zerschneider und Major Bob macht. Ich bin nur ein Noob, bitte frag mich. Ich guck jetzt mal, ob ich fliegen kann. Ohne Fliegen, haben wir gesagt. Warum sind wir denn immer wieder zurückgelaufen? Wir können nämlich fliegen. Ja, weil ich kein Flug-Pokémon habe zum Beispiel. Oh Mann, es tut könnte so ein Grund sein. Tut so weh. Bin mir aber noch nicht sicher. Es tut einfach so weh, Mann. Leute, wir können fliegen. Wie gesagt, ich habe eh kein Flug-Pokémon. Also ja, du nicht. Halt ich werde mich jetzt durch die Gegend fliegen hier. Ja, ja, ich wusste das auch die ganze Zeit. Die Fresse. Ich konnte ja nur nicht. Hier in dem Haus, hier hinten gibt's noch. Ich bin der ältere Bruder. Ich mach Bruder. Den einen Trainer noch hier. Achso, ich bin der ältere Pokémon. Bruder des Profi-Anglers. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm hier diese Angel. Profi-Angel. Oh, die Profi-Angel. Damit könnten wir doch riskieren zu angeln eigentlich, oder? Ja. Unten warum denn die, nicht? Unten bei die Schwimmers. Ja, aber nächste Folge erst. Ich muss hier Porenta noch fertig machen. Okay, ich such mal hier. Gibt's noch ein Item immer, ne? Porenta brennt. Die Lauchstange. Er hat Feuer gefangen. Ich hätte auch mal wieder Bock auf Lauchsuppe im Übrigen. Lauch. Weißt du, so Käse-Lauchsuppe? Ach, hier ist Toppe lieber. Schmeckt doch geil, ja. Noch mit ein bisschen Hack rein. Eben, Hack und so. Alles wird aus Hack gemacht. Safari, achso, Haus des Wärters. Ist das der Typ mit Surfer hier, der Haus des Wärters? Ich weiß es nicht. Der nicht richtig sprechen kann. Hä, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, da braucht man Stärke für. Achso, der macht die eine Stärke und die andere und der andere Surfer halt. Ja. Was sagst du hier? Vor dem Eingang der Safari-Zone befindet sich ein Zoo. Das Safari-Spiel ist ideal, um Pokémon zu fangen. Guck mal, das ist tragisch. Hier gibt's ein Zoo, hier gibt's ein Fleckmon, ein freundliches, aber sehr lahmes Pokémon. So, okay, ich bin fertig. Ein Scharnierer. Ich bin gerade im Zoo. Dieses Pokémon zu fangen ist reine Glückssache. Und ein Voltoball. Dieses Pokémon ähnelt einem Pokéball. Was gibt's noch? Fertig? Nein, Lapras, der König des Meeres. Sind noch nicht fertig. Wir gucken gerade im Zoo-Grenz. Kämpfe ich gegen noch einen. Entspann dich mal kurz. Kann mich nicht entspannen, ich habe F10 gedrückt Kagama, vorhin. Ein Pokémon, das seinen Nachwuchs in seinem Beutel am Bauch trägt. Ammonitas, ein Pokémon, das aus einem Fossil wieder erschaffen wurde. Unlogisch. Bisschen vielleicht. Geht gar nicht. Das war dazu. Na gut, Leute. Der Goro hat sich nochmal hier im Zoo umgeschaut. Wir machen Feierabend für heute. Morgen geht's weiter bei Pokémon Randomized GG Edition Deluxe. Die leben auch alle alleine, wie sollen die sich denn paaren? Ich hab die Folge schon beendet. Tschüss. Das ist mir hier zu verrückt mit ihm, ey.